21. Oktober 2019, der 8. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga ist gespielt mit dem Abendspiel Hoffenheim gegen Schalke. Und wir sind fertig für den, bereit für den Rückblick. Wir gucken also einerseits die Spiele durch. Im Wesentlichen mache ich es hier jetzt auf statistische Art. Und dann gucken wir die Tipps durch, die ich am Freitag hier hinterlassen habe in dem Preview-Video und werten diese aus, natürlich qualitativ und zahlenmäßig, also Ergebnis, was ist rausgekommen, plus oder minus. Und wir könnten halt auch auf die Rankings gucken, auf die aktuelle Tabelle, das werde ich dann je nach Bedarf, hier ist das aktuelle Ranking jetzt zum Beispiel eingeblendet. Also Bayern hat keinen klaren Vorsprung, zum Beispiel vor Leipzig und Dortmund auch nicht, dann kommt eine Riesenlücke. Aber man könnte halt sagen, dass es tatsächlich drei Titelbewerber gibt, so wie es im Moment aussieht. Natürlich die Tabelle selbst ist noch etwas anders geordnet mit Gladbach und Wolfsburg vorne, die aber im Prinzip da trotz allem nicht hingehören. Aber in diese Richtung kann ich natürlich alles Mögliche hier erläutern und dann eben auch zahlenmäßig unterlegen. Sodass eben dass das jetzt ein anderer Rückblick als bei Sky 90 oder so, wo dann nur natürlich die ganze Zeit diese Bayern-Krise oder was immer das sein soll, kann man natürlich auch gleich raufgucken auf das Spiel. Und ich meine, wenn man nicht akzeptiert in den, bei den Medien, dass eben Leistung und Ergebnis zwei Paar Schuhe sind, und dass es eben einfach vorkommt und sogar vorkommen muss, weil die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist eine so berechnete, die auch unzweifelhaft sozusagen ist. Man kann das ja auch verifizieren, dass eben die, der Sieg ist nicht vor dem Spiel bei 100% für Bayern München, und das ist auch gut so. Deswegen schaut man und das macht die Spannung aus, und im Prinzip freut man sich ja auch darüber, wenn es Überraschungen gibt. Und dass dann halt eine Krise herbeigeredet werden soll anhand dessen. Es war ja nun bei Dortmund, jetzt haben sie das Spiel gewonnen, wo sie eben längst nicht so überlegen waren, wie sie nach diesen Erwartungen. Aber diese Werte sind eher näher dran am alten System. Darüber hatte ich eine Weile gesprochen am Freitag, wo ich jetzt sagte, dass das neue System für Dortmund eine höhere Überlegenheit sieht und so, sogar dazu raten würde, Dortmund zu spielen, während das Alte also skeptischer war, also dass diese Einzahlein ungefähr hinkommt, die der Markt da angeboten hat. Und so haben sie halt auch gespielt. Und man kann ja trotzdem sagen, so viele Chancen wie Dortmund halt hatte, hätte natürlich, und dann zwei aberkannte Tore, die natürlich vollkommen sinnlos und Videobeweis, angeblich die Hacke am Absender, wenn man so weit geht, dann können wir ja jedes Tor nachher ab. Da war ein falscher Einwurf vor 2 Minuten. Also gut, das ist ja wie gesagt ein ganz anderes Thema. Aber da haben Sie natürlich auch recht, wenn ein Favre sagt, und im ersten Moment, wenn Sie auch argumentieren, ist ja auch vollkommen richtig, was soll man denn sonst sagen, wo der Ball einschlägt im Gladbacher Tor zum 2:0 und dann der Torwart und keiner von der Mannschaft reklamiert, das ist einfach ein Kriterium. Also wenn keiner reklamiert, dann die erkennen selber nicht mal, dass etwas falsch gewesen sein. Der Torwart konnte einfach nicht ran an den Ball. Und dass der angeblich und dann nachher richtige Entscheidung, dass er angeblich im Sichtfeld, das war früher sowieso überhaupt kein Kriterium. Das hat man plötzlich aufgenommen, ohne dass ich da über eine Regeländerung informiert wurde. Das war 1994 WM, als Deutschland das 2:0 gegen Bulgarien gemacht hat. Auf einmal war Völler am Abseits nach dem Pfostenschuss. Ich habe mich gefreut, weil ich habe viel Geld verdient mit dem Sieg, aber gerecht war es nicht. Da hat Deutschland war halt klar überlegen, aber das war ja auch erwartet so. Jedenfalls hat da Völler nach einem Pfostenschuss von Müller hat er den Ball über die Linie und die Deutschen jubeln, weil sie halt gar keinen Anlass sehen, sich nicht zu freuen. Und auf einmal heißt es, ja, der war beim Schuss im Abseits, ja toll. Das ist immer eine neue Spielsituation, aber auf einmal war es halt Abseits, ja. Machen wir ab jetzt so, Tore sind ein bisschen störend in dem Spiel. Das macht nachher den Leuten noch Spaß und sie... Wir haben eine Übernachfrage nach Tickets.
Sky kann die Abonnementwünsche nicht mehr erfüllen. Wenn zu viele Leute haben, dann müssen wir ein bisschen was tun. Dämpfen, damit es keinen Spaß mehr macht. So, aber dieses Kriterium wurde natürlich hier auch jetzt mal im Netz, habe ich das halt auch gefunden, wo einer sagte, Video, Einzelsinn des Videobeweises ist, Tore abzuerkennen. Dass es halt auch jemand anders mal so geschrieben hat. Und es gibt keinen Zweifel daran, schrieb er. Jedenfalls, naja, da hätte man sagen, würde man sagen, die hätten am Schluss halt den Ausgleich verdient gehabt. Aber das Krisengerede, das ist halt das, was unerfreulich ist. Und wenn ich gestern ungefähr 5, 6, naja, ich habe natürlich mehr gesehen, aber Interviews, wenn man hier sie jetzt, dann denkt man bei jedem Einzelnen, also jedes Mal, wenn er das sich verabschiedet, er möchte eigentlich sagen, naja, halt's Maul, du. Oder es ist einfach, die schaffen eine so unangenehme Atmosphäre mit diesen Interviews. Nee. Und keiner will mehr, der Tim Walter von Stuttgart, jetzt soll er wieder erklären, warum seine Mannschaft verloren hat gegen Kiel. Naja gut, das werden wir ja morgen sehen, wieder der Rückblick oder so. Dann sagt er, dazu kann ich nichts sagen, dazu will ich nicht sagen, dazu sage ich nichts. Ich meine, die Mannschaft war halt hoch überlegen und hat eben kein Tor gemacht, erneut, so wie Bayern halt auch, eben nicht die Anzahl der Tore. Und man sieht ja hier, dass es halt alles total im Rahmen ist. Also Augsburg hat halt ein bisschen mehr produziert, klar, ein Tor nach 22 Sekunden oder was. Das kann man eben nie sozusagen erwarten, rechnen. Das ist halt nicht dem Spielverlauf entsprechend oder sonst was. Und Schläfrigkeit war noch in der Kabine oder sonst was. Es passiert halt einfach mal. Und das ist ja auch gut. Jeden freut das. Und wenn man bloß die blöden Analysen danach nicht hören müsste, dann sagt man, Mann, wow, hier Union 1-0 nach einer Minute da, Werder Bremen nach 7 Minuten ist 1-0 oder so. In allen Stadien Tore, ja toll, dann erzählt mir bloß nichts von katastrophalen Abwehrspielern, Abwehrfehlern. Und als Bayern das 1-1 machte, da macht ja nun mal ein Lewandowski das Tor erneut. Und wie er das macht und wie er im Hinterkopf noch, und er zielt ja sogar noch in die Ecke. Und dann muss ich mir 5 Minuten lang anhören, die Analyse, ob es ein Torwartfehler ist. Ja, wenn das, dann ist die Freude sowieso über ein Tor schon in dem Moment verschwunden, wo es direkt heißt. Also der Ball geht rein und der sagt erst zu Tor und dann sagt er, oh, da müssen wir mal dem Torwart genau auf die Finger schauen. Da ist jegliche Freude, Begeisterung ist sowieso schon vorbei. Und das war auch noch hier Buschi, der sich dann irgendwie für was Besseres hält, weil er das spannend macht und unterhaltsam. Macht er nicht und macht er halt bloß etwas weniger schlecht als die anderen. Aber da war es halt auch katastrophal. Was soll das mit dem Torwartfehler? Und jedes Mal kam wieder die Einwendung. Naja, okay, gut, also das sind die Kommentare. Wir haben hier die Spiele und den Verlauf und das und die Verteilung. Und natürlich war das auffällig, dass eben Frankfurt gegen Leverkusen hatte ja auch ein frühes Tor gemacht. Und dass aber danach einfach wieder Leverkusen am Drücker waren. Ich habe es jetzt halt mehrfach schon gesagt, Peter Bosch und Trainer und so weiter. Und es kann ja sowieso nicht, wenn die Mannschaft gut spielt und nicht gewinnt, das sind halt die Momente, wo die holländischen Trainer eben leiden und leiden müssen, wie soll ich sagen, weil sie der Medienlandschaft ausgesetzt sind und weil halt keiner das anerkennt. Also sie haben halt einfach gut gespielt. Und Frankfurt, ich meine, das war ja symbolisch, okay, das 3-0, wie dann der Ball da über die Linie kullert oder so, aber da war es ja dann schon im Prinzip egal, weil das 2-0, wenn Leverkusen halt nie ein Tor macht, dann okay, dann fällt halt irgendwann das dritte. So, Fakt ist, dass Leverkusen hier sogar einen Sieg verdient hätte. Und ich fand ja nicht mal was schlecht an der Frankfurter Leistung. Es ist einfach so, dass Leverkusen besser war. Klar war das dann in dem Schutze der Führung oder so, dass sie sich halt ein bisschen mehr aufs Verteidigen verlegt hat. Aber Leverkusen war halt einfach zu gut, die Chancen waren zu viele. Minus 0,69 heißt ja, aber sowieso, es war halt einfach auf Leverkusen-Seite. Und der Markt hatte recht, mein Computer hatte Unrecht, das Ergebnis hat mir recht gegeben. Ja, bitteschön. Nehme ich natürlich gerne hin, weil es oft genug umgekehrt ist. Wir sehen ja nachher die Gesamtqualität. Aber hier war ich halt auf der falschen Seite. Obwohl, nochmal wiederholt, Frankfurts Leistung war tatsächlich nicht schlecht. Oder man sieht dann natürlich die Tore im Wesentlichen oder so und dann sagt man, toll gemacht und sowas. Und, aber insgesamt, naja gut, was soll's. Mehr muss man dazu eigentlich jetzt nicht sagen. Werder
Gegen Hertha war ziemlich genau im Rahmen, sogar etwas mehr Chancen, keine Tore oder nicht so viele. Aber das hätte halt, also es war ein minimaler Vorteil für Werder, wie erwartet. Wobei 0,22 Tore ist schon ein bisschen was. Ne? 0,21 erwartet, 0,22 erspielt. Trotzdem hat sich Hertha, gut, hier könnte man eben wieder sagen, aufgrund des frühen Tores hätten die Statistiken halt mehr zugunsten von Hertha sein können, was sie nicht waren. Aber trotzdem haben sie sich halt dann irgendwie verdient. Wie gesagt, die Differenz ist halt weniger als ein halbes Tor. Von daher würde man dann immer sagen, naja, welches ist das beste Ergebnis? Ja, letztendlich doch ein Unentschieden, weil eine Differenz daraus zu machen, ist halt dann einfach zu viel. Auf der anderen Seite, wenn ein Sieger wäre, hätte es halt dann eben nur Werder sein sollen. Und die Überlegenheit war halt genau wie erwartet. Von daher, wenn ich jetzt Hertha hatte, war es halt nicht schlecht. Und wie gesagt, der Auftritt dann zweiter Halbzeit und so weiter, wie sie sich dann angenähert haben, dem Tor, und halt auch ausreichend viele Chancen produziert haben, Aktionen hatten nach vorne, dann ist es eben doch irgendwie verdient. Düsseldorf gegen Mainz war natürlich schon auch noch vor dem Platzverweis, fand ich also Düsseldorf besser. Da habe ich natürlich keine differenzierten Statistiken jetzt oder so. Also das ist immer nur der Eindruck jetzt hier, wenn ich das in der Konferenz, die Spiele schaue ich weder alleine noch im Anschluss könnte man, aber das schaue ich mir nicht nochmal an. Also da weiß ich genug und das war halt dann der Platzverweis natürlich und der hat es dann so eindeutig und dann haben sie es auch wirklich richtig gut gemacht und ich habe ja nun mal an Düsseldorf festgehalten und gesagt, es ist nichts schlecht an der Mannschaft, auch wenn man sagen müsste Aderlass und so weiter und dann kamen ein paar schlechte Ergebnisse, vielleicht auch mal eine nicht so tolle Leistung bei Hertha, wobei es aus meiner Sicht dann auch schon wieder okay war. Hier ist es ja die rote Karte und sie haben sich dann systematisch und 82. Minute war es dann halt endlich soweit und die Flanke kommt genau und der löst sich richtig und geht vor den Gegenspieler, Ruben Hennings, und köpft ihn ein. Es ist dann eben perfekt und sowas sieht man halt gerne und es hat halt die richtige Seite gewonnen. Mainz muss sich dann halt an einer anderen Stelle um sich selber kümmern, weil es natürlich Potenzial ist da, aber irgendjemand wird es schon erwischen auch. Ne? Bei Union gegen Freiburg kann man halt nicht sagen, der Computer hatte hier im Prinzip oder das neue System hatte hier einen relativ klaren Vorteil erwartet für Union. Was also der Markt, ja, komischerweise war der Markt auch so ein bisschen unionlastig, pro Union geneigt. Und was ich also nicht ganz eingesehen habe, oder sagen wir so, ich habe ja nichts gespielt, also von daher, doch over halt, ja, das ist richtig, aber. Das Over kann man natürlich hier prüfen. Over Under Rate 0,06. Also das Over war gut. Die Tore kamen halt nicht. Aber hier könnte man eben sagen, naja, im Gegensatz zu dem Werder gegen Hertha oder so, wo es eben nicht deutlich pro Hertha ging nach der Führung, nach der frühen. Hier war es ja auch nach, nicht der Bülter mit dem herrlichen Schuss. Aber tatsächlich hat man den Eindruck, das war Taktik. Und das haben sie ja hinterher auch so ein bisschen gesagt, dass sie ruhig mal aus der Distanz und so, und dann haben sie das wirklich, also ob sie denn nun noch extra Schussübungen machen in der Woche, kann ich mir aber durchaus vorstellen, bloß die haben natürlich alle das drauf und wenn sie das okay kriegen vom Trainer, grünes Licht, dann trauen sie sich eben und dann sehen die Schüsse vielleicht auch etwas besser aus, wenn man eben sagt, der wird nachher sicher nicht sagen, such mal eine andere bessere Option, als da aus 25 Metern zu schießen, wo es noch nicht mal also eine günstige Situation ist, aber sie haben sich in Schusspositionen gebracht, haben es gemacht. Und also mir kam es schon während des Spiels vor wie eine Taktik oder so und tatsächlich haben sie es nachher auch gesagt. Trotzdem hat halt Freiburg hier genug produziert, um sich dann halt irgendwie den Ausgleichstreffer zu verdienen. Dann müsste man halt sehen wieder, ob die Statistiken so bleiben. Bloß hier könnte man eben sagen, das Phänomen des frühen Tores hat sozusagen hier die Statistiken auf eine eher gewohnte Art sagen wir, zugunsten verschoben. Oder man sagt halt einfach, naja, weil Freiburg ist halt die bessere Mannschaft, deine Zahlen hier waren nicht trustworthy. Also nicht vertrauenswürdig. Und so habe ich es ja auch empfunden, denn ich habe gedacht, ich habe es halt als ausgeglichen empfunden. So. Und das neue System ist ja unbeeinflusst und ich habe ja halt nichts gespielt. Da hätte er mir wahrscheinlich sogar geraten, das neue System zu Union. Habe ich nicht gemacht, aufgrund des alten auch, aber aufgrund der Überzeugung auch. Und hier hätte ich nach dem Ergebnis richtig bekommen, nach den Zahlenwerten sozusagen nicht. Insofern bin ich da auch wieder dankbar. Wobei eben das Over hätte dann auch meinetwegen gerne noch kommen können. Zumal eben Chancen für 3,37 Tore ist dann schon recht stattlich. Also dann, aber beschweren kann man sich dann natürlich auch nicht.
So, bei Augsburg, das war ja nun ganz kurios, habe ich ja schon drüber gesprochen. Es ist alles okay, die Leistungen waren absolut im Rahmen. Augsburg mit dem Tor nach 22 Sekunden. Danach hat natürlich Bayern komplett übernommen die Kontrolle. Klar würde Augsburg jetzt sagen, naja, vielleicht halten wir es ein bisschen, aber das wissen sie schon. Das ist einfach nur die Überlegenheit der Bayern, eben, die sich da gezeigt hat. Und die ist halt genau wie erwartet gewesen. Da war nichts mit Spielstand oder sonst was. Dann machen sie es 1-1. Wie gesagt, dieser wunderbar beabsichtigte Kopfball mit dem Hinterkopf, wo ich mir dann anhören soll, ob der Torwart da schuld war oder nicht. Oder das ist kein Abwehrverhalten, sagt er noch. Das ist kein Abwehrverhalten. Ach so. Wenn er verteidigt hätte, dann... Ich meine, es ist so lächerlich zu sagen, jetzt der muss den an der Flanke hin, ne? Und der muss den im Kopfball, Stellungsfehler und was weiß ich, was man sich da alles... Und Torwartfehler auch noch. Nee, also wirklich. Die Freude ist so getötet an jedem Tor. Immer nur, wo waren die Fehler? Also grauenvoll, weil es... Erstens sind ja gar keine Fehler da und außerdem würde man die vielleicht mal nach dem Spiel oder nächste Woche können wir mal gucken, ob vielleicht, und das machen die Trainer schon, aber in dem Fall sagen sie gar nichts. Wenn Gnabry eine Flanke schlägt dann, und Lewandowski an den Kopf herkommt, dann okay, alles kann ich sowieso nicht verhindern. Also, wie soll ich denn das machen? Der darf sich nicht freispielen. Also ich meine, wenn er es nicht würde, tatsächlich nicht würde, der Gnabry, dass er zur Flanke kommt, na, dann würde er sagen, die Bayern kommen überhaupt nicht zum Zug. Oder was weiß ich, was er sagt. Da fehlen die Ideen. Planlos. Kommen gegen die kompakte Defensive nicht an. Nee. Präzision im letzten Pass. Alles. Eins gegen eins schaffen sie auch nicht. Also, ich meine, abgesehen davon wollen wir das ja auch sehen. Weil wir wollen ja, wir erkennen es ja an, dass diese Klasse... Da ist, wir wollen halt schöne Toraktionen. Klar kann man sagen, na jetzt war ich aber mehr für Augsburg oder so oder Bayern. Sechsmal im Runde. Ich habe meinen Nachbarn getroffen, der hat jetzt sagt er auch, also gleich nach dem Ausgleichstreffer, da musste ich auch hier los oder so. Und dann, da war ja Schlusspfiff nach dem 2-2. Und dann sage ich hier zum Nachbarn, naja, Augsburg macht 2-2. Was sagen wir dazu? Sagt er, ach, kann diese Saison auch mal jemand anders Meister werden? Kann man halt auch so sagen als Bayern-Fan, selbst wenn, dann sagt man, Mensch, guck mal, dieses Jahr wollen wir vielleicht mehr Champions League oder so, warum sollten wir immer Meister werden? Wenn nicht die lästigen Fragen wären, ja, die sind halt grauenvoll. Und dann auch Trainerdiskussionen und sonst was. Fakt ist hier, die Bayern hätten längst und das Dritte und es war ja so, in diesem Moment muss man ja sagen, aufgrund auch dieser Wetten, die ich jetzt sozusagen hier etwas weniger beleuchtet habe, dass ich eben hier Augsburg drin hatte und das 1-2 war natürlich jetzt mit dem Under in Kombination, war es ja ein Volltreffer, ne, wo es 1-2 stand. Also sprich, das Ausgleichstor war schlecht, klar. So, nur hätte man ja sagen können, davor waren ja nicht nur diese, also zwei, drei anderen Gelegenheiten für Bayern, wo man halt sagt, jetzt ist es passiert, okay, kann man halt nichts machen, es stand ja auch ewig dann 2-1, also ich denke, das habe ich halt abgehakt oder so, da will ich gar nichts mehr wissen. Dann kommt irgendwann das Dritte und dann kann man vielleicht hoffen, dann vielleicht bleibt es dann beim 3-1 oder so. Aber gut, ich weiß auch, dass alles Mögliche passieren kann halt. Aber die Wahrscheinlichkeiten sind halt dann ziemlich krass gegen einen und dann, naja, so steht es halt jetzt, was soll man machen? Noch ist nicht alles verloren. Jetzt kommt aber bis zur 19. Minute, dann steht es 1-2, Jackpot. Also 1-2 ist eben Under und Augsburg gewonnen, obwohl Augsburg ja nichts davon hat. Und dann hat Bayern diese unfassbare große Konterchance, oder Konterchance, also ja, gut, kann man schon sagen, in dem Moment war wirklich Augsburg all in. Da fragt dann Jessica Kastrop noch hier den Trainer, ja, was wussten die nicht, oder dass Augsburg auf einmal gesagt hat, alle Mann nach vorne und 1-3 ist egal, aber sie hätte wahrscheinlich als Trainer gesagt, haltet mal das 1-2, oder wie, ich meine, jeder weiß das, also... Gut, aber dass die Frage jetzt so dermaßen sinnlos ist, dass Augsburg jetzt all in geht und alle mal nach vorne schickt, natürlich weiß das Kovac. Und dann kommen halt die zwei, drei Konterchancen und die eine ist halt die größte dann in der 92. oder so, wo sie dann mit 3-2 oder so und klar, sagt man, der letzte Pass, aber der Augsburger verteidigt ja auch fantastisch, weil er einfach dann den Pass antizipiert, dazwischen läuft, na gut, dann kam der halt nicht an und so weiter. Aber das ist halt natürlich eine Riesenchance, aber das waren ja genug davon. Aber Fakt ist, dass das sozusagen für mich jetzt das 1-3 war, wo ich dann auch nicht mehr hingucken kann oder will. Oder ich weiß ja auch, dass alles geht, aber ich will es nicht. Aber ich habe halt trotzdem geguckt. Und dann haben sie halt das verteidigt und gehen nach vorne.
und schaffen das tatsächlich dann. Und in dem Zweikampf, wo der Augsburger den ausspielt, Ball hier und außen vorbei oder so, ja, die Klasse wird ja gar nicht gesehen. Aber vor allen Dingen wird sie keiner, dass er natürlich die ganze Zeit gefoult wird. Also der Verteidiger rennt dann so gegen ihn gegen und irgendwie, um ihn irgendwie zu faulen, aber er schafft es einfach nicht. Also er hat natürlich gefoult, aber der läuft einfach trotzdem weiter. Und dann zieht er ihn nach innen und ja, das war ein perfektes 2:2. Nur kann ich jetzt sagen, das hat den Gewinn von im Prinzip von plus 2 Einheiten auf plus eine halbe geändert. Also sprich, sehr schlecht, weil anderthalb Tore, anderthalb Einheiten ist schon eine Menge. Auf der anderen Seite hätte er das 3:1 für Bayern, was ich ja vorher schon sozusagen das hätte ja auf minus eine halbe Einheit gemacht, weil ja praktisch die Tore wären halb verloren und die Seite wäre nur noch halb gewonnen, also auf Pari anstatt plus 2, also hätte 2 Einheiten gekostet. Das hat nur anderthalb Einheiten gekostet. Es war nicht so, so ein großer Unterschied jetzt. Okay, habe ich jetzt schlecht erzählt. Fakt ist aber, dass das 2:2 halt besser war als das 1:3, was ich sozusagen schon, wie gesagt, aber das Spiel bis zu dem Moment überhaupt hinzubekommen, wobei die Statistiken ja so weit einwandfrei war, dass ich halt sage, naja, dann ist es halt gut. Also dann ist es, okay, das andere kann man jetzt sagen, war dann halt nicht mehr gut. Aber wie kann man mit einem Tor, was man vorgibt nach 22 Sekunden, wie kann ich da noch eine gute Anderwette haben? Vor allem, wenn es der Außenseiter schießt in so einem Spiel, dann kannst du ja sagen, naja, okay, vielleicht schaffen sie was damit, aber das andere ist halt erstmal schlecht. Und so war es ja dann auch. So, bei Leipzig gegen Wolfsburg natürlich Hut ab zu den Wolfsburgern, die also wirklich tatsächlich, und ich habe ja hier auch das andere gehabt, die Seite nicht, aber das andere war eben hier, aber wo ich sozusagen jetzt auch so ein bisschen argumentiert habe für die im Prinzip gute Leipziger Defensive und auch so ein bisschen rationelleres Spiel vielleicht von Leipzig und so weiter. Und aber wie Wolfsburg das gemacht hat, also das war wirklich beeindruckend, weil sie eben wirklich, also trotz des Gegentores dann, also wo natürlich Leipzig trotzdem genug Action macht nach vorne oder so. Aber Wolfsburg hat es einfach sehr, 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 sehr gut gemacht, weil sie haben sowohl defensively, also in der Abwehr halt ein kleines Plus von 0,38 Toren, als auch in der eigenen Offensive gegenüber der Erwartung. Und von daher kann man halt nur den Hut ziehen und der Wout Weghorst und so weiter, jeder sieht es ja, das ist natürlich fantastisch. Und dann kommen sie immer wieder mit der Statistik wenigsten Ballkontakte. Ja, immer wieder. Ich meine, die Sturmspitzen haben alle die wenigsten Ballkontakte. Also da braucht man, es ist immer gleich. Also ich meine, Lewandowski, aber der wird nie vorne liegen in der Statistik, aber der kann auch mal vielleicht ein paar irgendwie mehr haben als Neuer oder so. Ja, das wird er vielleicht öfter machen. Aber versteht ihr, der Unterschied halt, dass die Sturmspitzen, aber der ist nicht zu sehen, ist nicht zu sehen. Ja, das ist aber vollkommen normal, weil sie kommen halt ganz, ganz selten an den Ball. Aber wenn, dann versuchen sie halt dann eben zu feuern. Es sei denn, diese Zielspieler da, was natürlich auch immer ein bisschen ein Teil ihrer Aufgabe ist, halt den Ball, also dass man vorne eine Anspielstation hat und dass er halt den Ball halten kann ein bisschen, bis ein paar Spieler nachrücken. Das ist halt auch eine wichtige Funktion. Also natürlich kann er das auch, aber es passiert halt, gibt halt einfach nicht viele Situationen dafür. Ist ja auch egal, es war alles super gemacht. Verdient wäre immer noch der Leipziger Sieg, aber so wie es Wolfsburg halt gemacht hat und 0,4 Tore besser als erwartet, sage ich dann, irgendwie steht denen auch ein bisschen was zu und es hat mich halt diesmal wirklich beeindruckt, so kann ich ja nur sagen, wobei 0,9 Tore sind halt dann immer noch recht deutlich, nicht? Und natürlich, und dann heißt es noch hier, Timo Werner, das Minutenzählen ist jetzt vorbei, sagt der Sprecher, und nachher aber muss die Breitseite noch irgendwie kommen. Letzte Tor hat er aber im August geschossen und da war es noch warm. Aber der, ich weiß ja nicht, wie die Breitseite, die geht halt ins Meer. Also ich meine, also Torpedo leer irgendwo hingeschossen, wo Kinder ist, kein Feind. Ich weiß nicht, was es soll. Es ist es ist jetzt auch sehr warm und August ist auch nicht so lange her. Ich meine, aber ich weiß nicht, was es soll, wirklich. Es ist einfach der Versuch der Niedertracht, der auch noch irgendwie so der Geringschätzung, Abwertung
im August war, da war es noch warm. Ja, jetzt haben wir Winter. Also ich meine, jetzt ist es auch sehr warm und da war es auch warm und das ist auch nicht lange her. Und es ist einfach so, dass Stürmer halt manchmal nicht treffen, aber er hat es super gemacht, das Tor sowieso, wie immer. Und so wie ich es ja auch gesagt habe, also das habe ich ja nur wirklich gesagt, dass er halt möglicherweise halt von den Medien und von den bescheuerten Fragen tatsächlich ein bisschen irgendwann mal verunsichert wird. Und dann hat er wirklich die eine Chance mal nicht so toll genommen, also den Schuss halt, den Abschluss, wo man dann dachte, oh, ist jetzt wirklich schon ein bisschen der Effekt eingetreten, dass er jetzt irgendwie, bloß hier hat das halt gemacht, wie selbstverständlich, und hat ja auch sonst im Spiel einfach alles gerissen da vorne, also ich meine, das sieht einfach so gefährlich aus jedes Mal, wenn der da am Ball ist, und das wissen die Gegenspieler ja auch, die Bewegung, die kleine kurze Übersetzung da und sowieso die Grundschnelligkeit und so weiter und immer was Überraschendes, das ist ja nun mal, ich meine, Messi oder sowas, dass es halt auch sehr kleine Spieler eben sozusagen, da ist ja nun immer eine Bewegung zu erwarten, jetzt auch oft von den großgewachsenen Verteidigern halt, die sie nicht mitgehen können. Also Grundschnelligkeit eben, natürlich Ballgewandtheit, aber eben einfach auch, dass sie diese Haken, wenn man so will, schlagen können, die halt ein großer Abwehrspieler nicht mitgehen kann, oftmals. Und das sorgt natürlich für Überraschungsmomente. Und das ist ja nun allgegenwärtig halt. Wie gesagt, das 1-1, sie hätten halt auch einen Sieg verdient gehabt, aber die in Wolfsburg hat es wirklich super, super, super gemacht. Bei Dortmund habe ich ja schon ein bisschen drüber gesprochen und so wie Gladbach nachher und wie viele Chancen sie hatten und so. Und natürlich könnte man hier auch sagen, und wir müssen einen Sieg, es ist ja so sinnlos, wenn Favre das sagt, weil er weiß ja am besten, also er wird ja dazu genötigt, dann irgendwann so eine blödsinnige Aussage zu treffen. Und Gladbach war halt einfach bärenstark, also fand ich, da war ich wirklich, also so gut hätte ich es jetzt halt doch nicht erwartet, wobei ich ja nun das gesagt habe, diese kleine Schwankung zwischen alt und neu und ein Tor ist ja immer noch eine ganze Menge dazwischen, nur also irgendwie war das halt spielerisch, also es hat mich eben auch beeindruckt, aber dann ist es halt Bundesliga-Fußball, klar, der Tabellenführer, da kann man jetzt nicht sagen, da erwarte ich jetzt Schrottfußball oder so, ne? Aber es war halt etwas mehr, als ich so dachte. Und hier könnte man eben auch tatsächlich sagen, wie dann auch Reus im Interview, bloß sie wissen ja noch, jetzt sagen sie 1-0, jetzt fragt mich doch auch nicht, bei den 2-2 habt ihr mich immer gequält mit den Fragen, ja okay, wir müssen halt wieder gewinnen, mehr geht's ja nicht. Dann ist auch Ruhe wieder oder so. Ne? Und hier wüssten sie ja ganz genau, dass das 1-1 halt im Prinzip nachher verdient gewesen wäre. Wobei das ja hier die Zahlen nicht sagen, aber das sind ja halt auch die zwei aberkannten Tore, und die ja gar nicht in die Statistik gehen, aber halt auch die Chancen, die halt da waren. Außerdem, die sie eben vorher nicht genutzt haben. Bloß was Gladbach nachher am Schluss gemacht hat, das war ja Wahnsinn. Also da hätte man es ihnen ja so im Prinzip gegönnt, wie soll ich es denn anders sagen, wenn so wie sie da so einen Druck gemacht haben und da kam ja Dortmund nicht mehr raus. Klar, denkt man auch immer, der Konter kann jederzeit sitzen, aber hin auf meinem Bildschirm manchmal ein bisschen. So, auf jeden Fall, wie gesagt, hier haben sie den Sieg halt über die Zeit gerettet. Ja, die Gladbacher sind ja auch nicht böse, sie haben ja nun genug und sind immer noch Erster und so, aber auf der anderen Seite wissen sie auch, hier kann man was holen. Gut, bei Köln-Paderborn war es halt total im Rahmen, also meine Erwartungen, also das ist ja sozusagen perfekt und da ist der Spielbericht natürlich auch vollkommener Blödsinn. Jetzt mit dem, was alles Paderborn falsch gemacht hat oder schlecht, das nicht reicht für die Liga. Die wissen ganz genau, guck mal, wir sind hier Außenseiter, ist halt so und muss halt mal was zusammenpassen und hier war es halt auch nicht weit entfernt. Weil so wie sie es nachher, zweite Halbzeit, also nach dem 0-1, also sie lagen ja dann zurück eine Weile lang und dann haben sie halt alles gemacht, so wie man es halt kann und macht und alles war richtig. Also da kann man ihnen überhaupt nichts Schlechtes andichten oder sonst was. Dass Köln die bessere Mannschaft ist, ja, wen kann das jetzt überraschen? Aber es passt halt dann trotzdem manchmal, dass man halt auch aus so einem Spiel was holt. Wie gesagt, hier ist ja der Unterschied nur 0,45 Tore pro Köln. Also könnte man auch sagen, hat Paderborn sogar was verdient. Aber es das heißt ja nicht, dass also Köln hat, ja, wenn einer gewinnt, sowieso Köln. Außerdem hatten sie ja dann die Führung, wo es dann eben ja auch statistisch manchmal ein bisschen anders verläuft. Hier war alles okay, absolut normales Bundesligaspiel, was eben mal so und mal so verläuft und auch ausgeht.
Ich meine, wir hatten ja in den letzten Wochen besonders viele Überraschungen und hier haben wir ja nun auch eine gigantische Überraschung drin. Also, dass man eben, sagen wir mal, hier ist ja keine Überraschungsarmut, aber auch halt kein Überschuss. Also, dass es mal den normalen Weg geht, ist halt auch eben genauso, wie ich es gerade sagte, normal. Bei Hoffenheim und Schalke muss man dann auch hier, also das hätte ich eben Schalke auch nicht zugetraut, so eine monströse Leistung. Es ist halt fantastischer Fußball, der einem da gezeigt wird, wirklich von beiden Seiten. Und Hoffenheim versucht ja alles, um irgendwie den Fuß wieder in die Tür, oder wie soll ich sagen, um da irgendwie mitzuhalten. Aber Schalke war halt einfach total dominant. Also sie haben es nicht geschafft, Hoffenheim hat es nicht hingekriegt, sozusagen das Gegengewicht, was sie immer versucht haben, aufzubauen. Sie haben es immer wieder versucht, also auch jetzt so, sagen wir mal, dann die Spielkontrolle zu übernehmen oder so. Ne? Sie sind dann im Ballbesitz und dann versuchen sie immer wieder, sich spielerisch zu befreien und allmählich das Spiel nach vorne zu verschieben und dann halt vielleicht selber die Initiative oder so, aber das ging nicht, es klappte nicht. Und Schalke war halt zu stark. Und dass es dann 2-0 ausgeht, ja, das ist eben, naja, es ist halt einerseits erfreulich, aber andererseits halt, naja, schade, sollte man nicht sagen. Es ist eben normal, dass es dann halt auch mal passiert. Blöd ist es immer nur, wenn es falsch beurteilt wird. Und hier ist das Urteil ganz einfach, was aber im Prinzip auch aus allen Berichten, jetzt kommt der Sprecher und nach 86 Minuten, dass er dann immer zu den Abpfiff, wo es 2-0 steht und so, und dann erzählt er die ganze Zeit, wie die Tabelle und was die Auswirkungen von sie, wenn es dabei bleibt, und dann sind schon wieder 3 Minuten vergangen bei dem Gelaber. Ja, wenn es dabei bleibt, ja, dann wünscht man sich das sowieso nicht. Aber dann sagt er, na, ich will nun auf keinen Fall so weit gehen, den Sieg für verdient zu erklären. Weil das hat natürlich jeder jetzt gemerkt. Dass er, also da konnte man sich auch nicht gegen wehren, dass halt diese Überlegenheit ja in jeder Aktion zu spüren, da konnte er ja nicht drüber hinwegsehen. So, also das hat er ja auch sozusagen so zum Ausdruck gebracht. Und dann kommt der Schlusspfiff tatsächlich und dann sagt er, nicht unverdient. War nicht unverdient. Also gerade eben hast du gesagt, ich will nicht so weit gehen, viel verdient, aber wenn wir jetzt schon mal so weit sind, nicht unverdient, dann ab nächster Woche ist er dann glatt verdient. Gut, also, wir hatten diesmal keine Tore, wir hatten ein Plus für die Heimmannschaften, ist ja auch mal wichtig zu erwähnen, von den reinen Chancen her war es sozusagen total im Rahmen, 29,35 erwartet, 29,22, die hätten sein sollen, die Verteilung auch absolut im Rahmen, also sogar ein bisschen vorteilhaft für die Auswärtsmannschaften. Hier könnte man halt wieder anführen, die hinten lagen, haben sozusagen ein klein bisschen die Statistiken für sich verbessert. Okay, kann man alles so drehen. Die 20 Tore entsprechen halt überhaupt nicht dem. Und in diesem Falle hat sich das aber ein bisschen von den Vorwochen halt ausgeglichen, könnte man sagen. Wobei Auswärts halt hier erneut sogar ein kleines Plus in den Statistiken rausgeholt hat. Auf die Wetten bezogen haben wir jetzt ganz einfach und da habe ich ja schon alles gesagt. Das war schlecht, Hertha war gut genug, es war ganz nah dran. Augsburg war auch einfach gut, weil sie waren zwar ganz knapp hinten, laut Statistik sogar, könnte ich hier nochmal sagen, minus 0,06. Aber es sind ja trotzdem dann nur 1,88 Tore bei der Line von 2,25. Also es ist definitiv gut. Paderborn war halt auch gut, weil es einfach nahe genug dran war, 0,45 Tore, genauso wie ich es vorher sagte, bei 0,75 allein. Und das sind halt die Ergebnisse, dreimal gewonnen, einmal verloren. Also Frankfurt war halt gewonnen, trotz der schlechten Qualität. Und auf die Over-Under bezogen haben wir halt Leverkusen, Frankfurt ist Under gut gehabt, mit einem halben Plus. Das war verloren, obwohl es gut war. Das hat ja gezeigt, da waren halt genug Chancen da. Also man kann das hier, wie gesagt, immer überprüfen. Minus 0,01, aber die 3,19 sind ja sowieso vollkommen ausreichend für ein Over. Bei Union war es auch gut, das hatte ich ja gezeigt auch, und verloren. Bei Augsburg war halt das letzte Tor, war aber schlecht, da waren zu viele Chancen, waren ja auf beiden Seiten etwas mehr. Bei Leipzig war gut und ist gewonnen, ist 1-1 ausgegangen. Bei Köln war auch ein Under, da war ja diese gigantische Line. Und das 3-0 und es war halt absolut im Rahmen, also im Rahmen der Erwartung. Von daher war es auch gut und gewonnen. Und das letzte war halt schlecht, ist over, weil eben einfach es hier viel zu wenig Chancen gab. 2,76. Das war natürlich auch zu spüren, wobei es eben nicht an Schalke lag, oder es lag an Schalke, dass sie halt Hoffenheim nicht zur Entfaltung haben kommen lassen, wobei die ja ausgerechnet dann die 2 Tore
geschossen haben. Aber es war halt definitiv kein gutes Over nach diesen Zahlen. So, und das führt halt, dazu, dass hier trotzdem ein hauchdünnes Plus rauskommt, wo ich natürlich total zufrieden bin. Wichtiger ist für mich eben noch diese Qualität. Also hier kann ich zwar sagen, naja, die Tipps waren so gut, da müsste man mehr rausholen, aber das würde ich auch mal jetzt vernachlässigen. Oder wie soll ich sagen, es ist schon natürlich wichtig, die Ergebnisse. Aber solange man jetzt da nicht im Minus ist oder so, dann ist man da immer versöhnlich gestimmt und sagt halt, ach, Hauptsache, die waren gut. Zweite Liga gucken wir halt morgen durch. Insgesamt habe ich es jetzt hier nochmal angegeben, aber das machen wir dann morgen nochmal genau, dass es hier bei 8,97% liegt, also weil ich jetzt einfach nur die Summe der Wetten und durch diesen Gewinn hier geteilt habe oder umgekehrt den Gewinn durch die Anzahl der Spiele. Dann haben wir den Prozentsatz, das kann ich hier noch zentrieren. Also hier war jetzt ein kleines, was habe ich jetzt hier gesagt? So, Woche 42, hier war jetzt halt plus 0,3. Morgen sehen wir das in Kombination mit der zweiten Liga, was dann gesamt rausgekommen ist. Wie gesagt, die plus 0,3 sind eben, naja, also angesichts der Qualität sind sie ein bisschen enttäuschend. Andererseits bin ich mit den Einschätzungen halt so zufrieden. Und wenn dann eben das Grün ist oder so, dann sage ich immer, naja, okay, kann man schon mitleben. Ne? Also kann man definitiv mitleben. Okay, so, dann sind wir hier durch. Ich mache natürlich morgen, ja, wie schon angekündigt und so weiter. Ne? Okay, thanks a lot for watching und share, like, comment, subscribe, wie gewohnt. Und ich habe ja in letzter Zeit einige Kommentare und auch ein paar aufmunternde Worte. Also ich bleibe so und mache so weiter, wie ich es jetzt im Moment mache.